Dynamo TV wird präsentiert von Verticalis, der Spezialist für seilunterstützte Höhenarbeit, Industrieklettern und Höhenrettung. Mit über 4000 Dynamo-Fans hier im Rücken, wie hat sich's gespielt? Ja, wie ein Heimspiel. Also ich glaube, auf der Fanebene haben wir auf jeden Fall gewonnen. Deswegen haben wir auch das Gesamtpaket gewonnen. Hier 1-1, Fans haben 1-0 gewonnen, also haben wir heute gewonnen. Markus, es ist ganz schön laut, beeindruckende Kulisse hier heute. Wie fühlt es sich an? Ja, schön. Ich glaube, es war ein toller Fußballnachmittag. Ich finde, die Leistung von unserer Mannschaft war richtig gut. Wir haben gegen eine Top-Mannschaft gespielt, letztes Jahr Vizemeister geworden. Und ich finde, dass wir doch über lange Strecken gut mithalten konnten. Phasenweise haben wir sogar das Spiel ein bisschen bestimmt, hätten vielleicht das eine oder andere Tor machen können, hätten aber auch Tore kriegen können, muss man auch ehrlicherweise sagen. Wir haben komplett durchgewechselt. Ich glaube, so einen großen Leistungsabfall haben wir überhaupt nicht gehabt. Also wenn alle gut durchgekommen sind, das hoffe ich mal, dann war das ein gelungener Nachmittag. Das einzige Tor des Tages kam heute von dir. Herzlichen Glückwunsch erstmal. Wie hast du, kannst du uns die Szene nochmal beschreiben? Ja, ich versuche mich frei zu machen. Habe den langen Pfosten gewählt, weil Kraule vorne rein wollte auf dem ersten. Ich glaube, ich habe ein gutes Timing in dem Fall. Kann mich nochmal frei machen gegen zwei Leute, die schon an mir geklebt sind. Und schaffe es dann halt, den in die Ecke reinzulegen, dass der Torwart nicht mehr rankommt. Es war eine umkämpfte Partie, oder? Ja, ich glaube schon. Der Gegner hat genauso hart gespielt, wie es uns in der dritten Liga erwarten wird. Von daher war das ein sehr, sehr guter Test und ich habe es dankend angenommen. Tut mal ganz gut, wieder ein bisschen freien Lauf zu lassen. Du sprichst es an, der Gegner auf einem sehr hohen Niveau. Letztes Jahr tschechischer Vizemeister. Wie hast du es auf dem Spielfeld so erlebt? Waren die griffig? Ja, es war auf jeden Fall eine schwer zu bespielende Mannschaft. Die haben sehr viel lang gespielt, haben uns nicht ins Pressing kommen lassen, weil sie direkt überspielt haben. Aber wir haben das sehr, sehr gut gemacht. Gerade in der ersten Halbzeit ist unser Plan perfekt aufgegangen wieder. Ähnlich wie auch gegen Paderborn. Auch heute wieder vielleicht die Chancenverwertung ein kleines Manko an dem Ganzen. Aber insgesamt wirklich ein sehr, sehr guter Test auf einem sehr hohen Niveau gegen einen sehr, sehr guten Gegner, wo man, glaube ich, gesehen hat, über einen großen Teil des Spiels konnten wir sehr, sehr gut mithalten. Ich glaube, wir haben es phasenweise richtig gut gemacht. Ich glaube, wir konnten nicht alles wegverteidigen, aber wir hatten schon in der ersten Halbzeit einige gute Torchancen. Haben uns da leider noch nicht belohnt. Schön, dass wir es am Ende noch geschafft haben. Für dich war es ja die erste schwarz-gelbe Kulisse quasi heute. Wie beeindruckend war es? Ja, auf Deutsch sagt geisteskrank. Du kommst hier zum Aufwärmen raus. Da trifft sich erstmal der Schlag im positiven Sinne. Unglaublich laut. Dass die Jungs die Fahrt hier auf sich genommen haben, auch nach dem Spiel. Das ist unfassbar geiler Support, den brauchen wir in der Saison. Und so wie ich die Jungs einschätze, kriegen wir den Support auch und wir werden liefern. Heute das erste Mal im neuen Trikot, wie gefällt es dir? Sag du mir, wie es aussieht. Nein, sitzt gut. Ich denke, es ist ein schönes Trikot. Uns gefällt es auf jeden Fall, war ein schönes Gefühl auch vor der Kulisse, das Trikot, quasi dem Trikot die Premiere zu geben. Und sehr schönes Trikot. Ich glaube, es ist nochmal eine Ecke cooler als letztes Jahr. Und ich hoffe, wir werden viel Spaß damit haben. Wie siehst du den Stand der Mannschaft? Ich glaube, viele sind auf einem guten Level. Wir haben leider den einen oder anderen angeschlagen, was natürlich ein bisschen wehtut. Und ich bleibe auch dabei, wir brauchen dringend noch Verstärkung. Aber ich finde, dass die Jungs, die das jetzt hier im Trainingslager mitgemacht haben und heute hier in dem Spiel, dass die schon aufgezeigt haben, dass sie unbedingt spielen wollen. Aber der Grundstein ist jetzt erstmal gelegt, oder? Der ist gelegt, wenn wir das erste Spiel gespielt haben. Dann können wir gucken.